Yo Leute, Ruffy hier mit der Rookie-Analyse am Sonntag, eine Woche später. Was ist los, Leute? Ich weiß, ich habe es endlich mal geschafft, die Rookie-Analyse wirklich pünktlich zu bringen. Diesmal mit X-Ray und das Voting, Leute. Das Voting war diesmal unglaublich, wirklich. Ich habe zwar viel mehr Abonnenten dazu bekommen, seit ich ja die Bonnie-Analyse gemacht habe, aber trotzdem, das Voting war einfach phänomenal. Also 650 Votes oder so waren das und es ist so krass gewesen. Also ich muss wirklich sagen, Leute, vielen, vielen lieben Dank dafür und stimmt auch weiterhin ab. Der Link ist in der Beschreibung, wie immer. Und ja, der Rookie von heute ist X-Rake. Mit einem ganz guten Vorsprung hat er gewonnen und X-Rake ist eine sehr, sehr interessante Person. Ein bisschen komisch, dass er ja so spät gewählt worden ist, aber er hat halt nicht dieses Screentime wie zum Beispiel ein Kid oder so. Nur so als kleines Beispiel halt. Auf jeden Fall, X-Rake ist lange nicht mehr gesehen worden und X-Rake ist im Verschollenen und man sieht halt nicht viel von ihm, wie gesagt. Und mal kurz, um auf ihn einzugehen. X-Rake war halt früher bei der Marine, wurde von der Marine dann irgendwie gerettet, als Doflamingo halt ja sein ganzes Dorf zerstört hat und auch seinen Vater getötet hat. Doch X-Rake hegt trotzdem eine Art Groll gegen die Marine, da diese auch verlassen hat. Es gibt ja auch diese kleine Geschichte, dass X-Ray angeblich ja sich als Pirat ausgegeben hat, um halt zu überleben und sich das dann so etabliert hat oder irgendwie sowas. Aber ich finde persönlich, kann man nicht sagen, was mit X-Ray passiert ist, weil es könnte alles passiert sein. Ich meine, er könnte irgendwas Korruptes gesehen haben, was die Marine macht. Er hätte irgendwie ein Geheimnis sehen können. Er hätte alles sehen können. Es hätte alles passieren können. Deswegen will ich gar nicht auf diese Thematik eingehen, denn ja, das bringt es eigentlich nicht, weil man nicht wirklich sagen kann, was los ist. Erstmal darauf einzugehen, wie ich X-Ray einschätze. Ich finde, X-Ray ist an sich von den Rookies einer, der sehr, sehr stark ist, aber nicht im Vordergrund steht, obwohl er so eine enorm geile Frucht hat. Also die antike T-Rex-Frucht ist wirklich sehr krass. Wir haben erstmal nur die ganze Tierform gesehen, also den ganzen T-Rex. Und wenn er in eine Zwischenform geht, will ich gar nicht sehen, was da für ein Ausmaß an Kräfte hat, weil er ist wirklich stark, er ist beweglich, er ist schnell. Er ist ein scheiß T-Rex, Leute. Das kann man schon wirklich so unterschreiben, dass das einfach nur richtig stark sein muss. Auf jeden Fall ist X-Ray von der Person her eine sehr, sehr interessante Person. Denn, wie gesagt, er hegt diesen Groll gegen die Marine. Er macht seinen Jolly Roger so, dass er halt das Marine-Symbol umdreht. Sein Schiff ist auch so ein bisschen wie Marine-Schiff, nur halt umgedreht. Alles ist so gegen die Marine. X-Ray ist ein Charakter in One Piece, den wir nicht wirklich erwartet haben, aber der uns auf jeden Fall im One Piece-Universum überrascht hat, denke ich jedenfalls, weil X-Ray wird auf jeden Fall noch Rolle spielen. Dafür hat er zu viel Flashback bekommen, auch wenn es verhältnismäßig wenig ist, aber er hatte halt ein bisschen mehr Flashback als die anderen Rookies bekommen. Und wie gesagt, X-Ray hat einfach dieses perfekte Setting, um ihn richtig geil in die Story einzubinden. Deswegen bin ich auch, wie gesagt, ein sehr, sehr großer Fan davon und hoffe, dass wir in der Zukunft sehr von ihm sehen werden. Auf jeden Fall zu der Stärke, wie gesagt, seine Frucht ist richtig krass. Wenn sie erwacht wird, wird sie auf jeden Fall noch einiges rausholen. Was aber noch interessant ist, dass man bei X-Ray ein Falkenauge gesehen hat. Wenn ich das finde, werde ich das auf jeden Fall hier einblenden. Und das Falkenauge ist so eine interessante Sache, denn Mihawk hat es, Hakuba hat es, Sunisha hat es anscheinend auch, wie wir im letzten Kapitel gesehen haben. Und ja, ein X-Ray hat es. Und ich möchte gar nicht genau darauf eingehen, denn dieses Falkenauge kann wirklich alles sein. Und das ist wirklich einfach nur reine Spekulieren. Und man kann ja wirklich nichts dazu sagen. Also die Zukunft wird noch zeigen, was es damit auf sich hat. Aber wir haben hier auf jeden Fall wieder die Bestätigung, dass X-Ray für den weiteren Verlauf wichtig sein wird, beziehungsweise dass er wieder in so einem Fall hineingebracht werden kann. Also wir haben die Marine, die auf jeden Fall eine Rolle spielt, um X-Ray wieder zu bringen. Wir haben das Falkenauge, was wirklich eine Rolle spielen kann. Und ja, wir haben noch Kaido, denn X-Ray ist momentan bei Kaido. Wir haben ihn gesehen im Kapitel 793, wo er wirklich mit der Kaido-Crew zusammen da ist und die Zeitung liest, wo er sieht, dass Doflamingo von Ruffy und Law besiegt worden ist und ja, hinter Gitter geht. Und er sagt dann tatsächlich, oh, das ist der Mann, der meinen Vater getötet hat, aber ich hege schon lange keinen Groll mehr auf ihn. Dann sehen wir andere Leute von der Kaido-Crew, die reden mit X-Ray und es scheint wirklich so, dass sie sich schon lange kennen und auch sehr, sehr gut kennen. Und dann sehen wir auf der nächsten Seite oder auf der nächsten Panel, dass Kaido wirklich da ist und das ist die Bestätigung. Und allein daran, dass die Kaido-Crew mit X-Ray sehr, sehr gut umgegangen ist, dass X-Ray so frei herumgelaufen ist und dass X-Ray ja immer noch sein Symbol von seinem Jolly Roger auf den Kopf trägt, gehe ich verdammt stark davon aus, dass X-Ray und Kaido eine Allianz haben. So, wie komme ich darauf? Klar, Kaido braucht einen X-Ray nicht, da bin ich mir absolut sicher. Aber wir wissen, es gibt so Beziehungen wie Whitebeard und Ace. Und ich glaube, das ist genau so hier der Fall. Nur, dass es halt nicht so stark ist. Wir haben Kaido gesehen, wir wissen nichts von Kaido, Leute. Kaido ist auch eine normale Person mit Zielen. Auch wenn er sich halt umbringen will, ist es halt ein bisschen komisch an der Stelle. Aber er ist auch eine normale Person, der einfach nur dem nachgeht, was er wirklich möchte. Und deswegen glaubt mir, Leute, Kaido ist nicht von Grund auf eine böse Person, auch wenn er viele Sachen getan hat. Aber er verfolgt auch seine Ziele. Ich bin mir sehr sicher, dass ein Kaido so ähnlich ist wie Blackbeard. Blackbeard ist natürlich eine böse Person, aber er verfolgt irgendwie nur seine Ziele. Deswegen ist es für ihn ja gerechtfertigt und so wird es wahrscheinlich bei Kaido sein. Ich glaube, Kaido und X-Ray werden sich zusammengesetzt haben, denn ich kann mir so vorstellen, dass diese Szene so ähnlich wie mit der Kid-Allianz, dass halt X-Ray auf Kaido gestoßen ist und die vielleicht kurz gekämpft haben und ein Kaido das Potenzial an X-Ray
gesehen hat und sie dann miteinander geredet haben und ja, ein Kaido dann verstanden hat, was denn ein X-Rig möchte. Denn ein X-Rig hegt einen krassen Groll gegen die Marine oder irgendwas ist vorgefallen. Auf jeden Fall weiß Kaido auch verdammt viel von der Marine, denn er wurde so oft hingerichtet, gehängt, gefoltert, was auch immer. Er hat alles überlebt, deswegen hat er sehr oft mit der Marine zu tun gehabt. Da können wir uns sicher sein und deswegen glaube ich, dass die beiden ein Topic haben, wo die miteinander sprechen können und wo die sich verstehen können. Und zusammen wollen sie vielleicht die Marine stürzen und deswegen ist ein X-Rig bei einem Kaido und nicht in der Crew, weil ein Kaido wahrscheinlich das Potenzial von einem X-Rig erkennt und sagt, yo, bleib bei deiner eigenen Crew, bleib bei mir, aber wir machen sowas wie eine Allianz. Und so könnte ich mir das Ganze gut vorstellen. Ist natürlich nur eine Theorie, Leute, wie gesagt, aber es würde Sinn machen, denn viele sagen, yo, wenn Kaido gegen Ruffy trifft, wird X-Rig die Seiten wechseln. Ich sage persönlich ja, ich bin ein sehr, sehr großer Fan davon, weil ich sympathisiere sehr mit X-Rig. Ich finde ihn einfach vom Design cool, von der Frucht cool, von der Person cool. Wenn er damit Ruffy was zu tun haben würde, fände ich es super cool, aber ich glaube, der Weg mit Kaido ist besser, denn man würde zeigen, dass ja, er auch einfach nur ein Mensch ist, also Kaido, und obwohl er ein Kaiser ist, hat er auch Verbündete oder Leute, die ihn verstehen. Deswegen finde ich, so würde das passen. So, falls das wirklich nicht ins Bild passen sollte oder nur eine kurzweilige Allianz ist, könnte es sein, dass X-Drake ein sehr heißer Kandidat ist für die Revolutionsarmee, denn die Revos wollen ebenfalls die Marine stürzen und X-Drake würde perfekt in dieses Bild reinpassen. Und jetzt mal ganz ehrlich, Leute, ich finde, X-Drake sieht aus wie ein Revolutionär. Es ist zwar dumm, vom Design auszugehen, aber ich finde, er passt in dieses Bild sehr gut rein und ich kann mir auch gut vorstellen, dass er sich mit den Leuten da sehr gut verstehen würde. Ist natürlich ein bisschen abgespaced, aber es würde doch schon passen, wenn die Devos dazu noch jemanden bekommen würden, der eine antike Sohn hat und der vielleicht ein Geheimnis der Marine gesehen hat, weswegen er damals die Marine verlassen hat. Und man weiß ja auch aus dem echten Leben, dass gerade solche Organisationen immer für Infos da sind oder immer gute Infos brauchen. Deswegen würde das an sich sehr gut ins Bild passen. Ich kann nur sagen, wir haben jetzt den Kaiser-Arc, der so wirklich angefangen hat und ich glaube, wie es aussieht, wird X-Rig bald zurückkehren und wir werden ihn vielleicht bald sehen. Ich glaube nicht, dass er die Seiten zu Ruffy wechseln wird. Es wäre einfach zu, ja, offensichtlich meiner Meinung nach. Ich glaube, Oda hat Großes mit ihm vor. Im Verhältnis natürlich Großes. Und deswegen glaube ich, dass er bei Kaido bleiben wird und dass man ein bisschen mehr Hintergründe bekommt von X-Rake, von Kaido. Dass man ein bisschen mehr sieht, was denn wirklich hinter der Fassade steckt und so weiter und so fort. Deswegen glaube ich, dass es ungefähr so gelöst werden wird. Deswegen können wir auch nur abwarten. Das wäre es von dieser Rookie-Analyse mal wieder gewesen, Leute. Schreibt in die Kommentare, was denkt ihr über X-Rake? Könnte das mit der Allianz von Kaido und X-Rake in gewisser Weise stimmen? Schreibt es auch in die Kommentare. Wie gesagt, Leute, denkt dran. Stimmt ab für den nächsten Rookie. Wir haben nur noch ein paar übrig. Aber trotzdem, die Abstimmung wird hoffentlich noch weiter so stark fortgesetzt, denn der Link ist wie immer in der Videobeschreibung. Ihr wisst Bescheid. Damit würde ich auch sagen, bin ich raus. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Was ist das One Piece, oder? Komm schon, sag es mir. Seit so vielen Jahren ohne Hinweis, ja, so warten wir. Ist es der Strohhut oder diese Reise? Unsere treue Crew wird uns immer stets begleiten. Durch fremde Zeiten, ist es die Vergangenheit? Das Geheimnis dieser D, sag, was hast du prophezeit? Ist es die Wahrheit über dieses Leid der Welt? Die Pornoglyphen, Robin wurde auserwählt. Warum das Ganze? Planst du eine Rebellion? Warum Ruffy? Wird er sich die Krone holen? Er ähnelt Roger, was hat das zu bedeuten? Jeder sieht den König und keiner kann es leugnen. Und jetzt die Allianz, planst du den totalen Krieg? Die letzte große Schlacht, Regierung wird besiegt. Ist es der Anfang dieser neuen Ära? Zusammen mit Dragon wird er dann der Herrscher.